Ja, jetzt begrüße ich euch erstmal ganz herzlich, meine lieben Let's Play-Freunde, zu einem kleinen Mini-Intermezzo. Ich hatte ja eigentlich gesagt, dass es als nächstes mit A Bird Story weitergehen wird, aber ich bin darauf gestoßen, dass es bei To the Moon noch zwei Mini-Episoden gibt, die ich vorher noch einschieben wollte. Und ja, also die sollen recht kurz sein. Soll sich um unsere beiden Professoren drehen. Wie man ja sehen kann, Watts bereitet hier gerade einen Streich vor. Also Dr. Watts. Und ja, wir machen jetzt erst die beiden Mini-Episoden, bevor wir mit der Bird Story weitermachen. Da das Ganze ja kein direktes Intro hat, sondern man direkt hier loslegt, habe ich mal alles laufen gelassen, bis ich jetzt hier reden konnte. Also, dann fangen wir jetzt hier mit dem Mini-Episoden an. Also es gibt zwei Stück. Das hier ist die erste. Die zweite folgt dann gleich im Anschluss. Gut. Hey Eva. Komm in mein Büro. Es gibt etwas. Neil, wo bleibst du? Das Meeting hat bereits vor einer Stunde angefangen. Was? Ja, und tappt in seine eigene Falle rein, der gute Dr. Watts. Und sie steht natürlich vor der Tür. Moment mal, heute ist gar kein Meeting. Ja, und ich bin nicht dämlich. Zweimal am selben Tag? Wirklich? Außerdem ist das nicht ungefährlich. Was, wenn es mir auf den Kopf fällt, ohne vorher umzukippen? Aber dir war es egal, dass es auf meinen fällt. Das ist was anderes. Du hast einen ziemlich Dickkopf. Ich habe dich immerhin einmal erwischt. Entschuldige bitte, dass ich so nett war, dir eine Chance auf Revanche zu geben. Aber im Ernst, komm mal vorbei. Es gibt da etwas, das ich dir zeigen möchte. Nur einen Augenblick noch. Möchtest du nicht unten bei der Party vorbeischauen? Vielleicht später. Bring mir einen Drink mit, falls du gehst. So, wir können wieder Control. Also, wir könnten hier runterfahren. Wir können uns auch die Büros ansehen. Büro von Dr. Lisa Vasquez. Interessanter Name. Büro von Dr. Eddie Doyle. Dr. WC. Ja. Hier hat Watts ja netterweise seine Schüssel gefüllt. Und raus kommen wir wohl nur mit der Tastatur. So, wer hat hier? Büro von Dr. Tamer McMillan. Ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie Helfer Special Thanks jetzt sind fürs Spiel. Büro von Dr. Willis McMillan. Tamer McMillan und Willis McMillan. Ja. Könnte gut sein. Dann haben wir hier das Büro von Dr. D. Watts und das von Eva Rosalind. Büro von Dr. Robert Lynn und von Roxanne Winters. Logan Boswell. Ja. Alle Büros abgeschlossen, außer das von Dr. Roselyn. Wahrscheinlich das von Watts. Liebes Tagebuch, heute habe ich... Ups, ihr solltet mein Tagebuch nicht einfach so hier rumliegen lassen. Am besten, ich schieße es gleich weg, bevor es jemand sieht. Gut, so viel dazu. An den Computer können wir nicht gehen und alles andere ist dann wohl nicht so wichtig. So, dann gucken wir mal kurz unten bei der Party vorbei und holen Watson einen Drink. Am Anfang wurde ja irgendjemand mit Tomaten beworfen.
Was? Da fällt mir ja ein, könntest du mir auch ein Stück Kuchen mitbringen? Woher weißt du, dass es Kuchen gibt? Es gibt immer Kuchen und ich will ihn haben. Nur gut, such dir eins von beiden aus. Ich bin nicht deine Kellnerin. Also, was von beiden möchtest du? Neil? Ich denke nach. Hör mal, ich muss weitermachen. Ich rufe später nochmal an. Oh, hey Eva. Ah, das ist die, die draußen von Tomaten beworfen wurde. Dr. Xan Winters. Also, ja, man hat gerade am Anfang gesehen, dass jemand nicht sehr glücklich über die Sigismund Corporation ist. Und sie deswegen mit Tomaten bewirft. Hey Eva. Roxy, alles in Ordnung? Hm? Oh, naja, wir sind nach draußen gegangen, um etwas aus dem Wagen zu holen und... Naja, du kannst es dir vorstellen. Sie sind wieder da, hm? Nur du weißt ja, wie es um diese Jahreszeit ist. Hör mal, erzähl es nicht den anderen, okay? Ich möchte nicht, dass sie deswegen beunruhigt sind. Hm, vielleicht hat sich das Problem zum Ende der Party ohnehin gelöst. Ich hoffe es. Komm, lass uns schauen, was die anderen gerade treiben. Mhm. So, wir sind jetzt nicht mehr ganz so alleine. Dem Weihnachtsbaum zu urteilen, ist das hier eine Weihnachtsparty. Wie sie da jetzt rumsteht. Toll. Ich weiß, es ist schwer, nicht drüber nachzudenken, aber sich Sorgen zu machen ändert auch nichts. Ich weiß, aber... Was hat sich deine letzte Patientin gewünscht? Hm? Oh, naja, sie wollte die Welt bereisen. Und, hat sie das? Ja, wir waren an so vielen Orten, es waren sogar einige dabei, die ich noch nie besucht habe. Sie war überglücklich. Klingt, als wäre sie dir für deine Arbeit sehr dankbar gewesen. Mhm. Du hast vielen Leuten geholfen, Roxy. Und ich bin mir sicher, wenn sie zu dir sprechen könnten, würden sie dir genau das mitteilen. Was da draußen vor sich geht, ändert nichts daran. Mag sein. Ich fühle mich wirklich etwas besser, wenn ich daran denke. Danke, Eva. Es ist Weihnachtszeit, lass dir nicht die Stimmung verderben. Mhm. Also ja, es ist Weihnachten. Und sie sieht ja schon mal ganz happy aus. Und ja, vom Kuchen ist auch nichts mehr viel übrig. Du siehst aus wie der Chef. Ach nee, du bist Willis. Hey Willis, ich glaube, Logan flirtet mit deinem Mädel. Moment mal, was? Die geht nirgendwo hin. Ach, ich weiß nicht, Willis. Logans Gesang ist engelsgleich. Ist er das? Ja, Willis und ich haben... Willis und ich habe gehört, er ist auch ein ausgezeichneter Tänzer. Bin ich das? Nun, ich habe noch drei Haarstellen auf meinem Kopf und jeder einzelne von ihnen ist bereit, sich mit ihm auf dem Parkplatz zu messen. Okay, das wird mir jetzt zu seltsam. Übrigens danke, dass du gestern den zweiten Auftrag übernommen hast, Willis. Wie ich gehört habe, verlief es gut. Es gibt nicht viel, was ich noch nicht gesehen habe. Die letzte Zeit war schon ziemlich hektisch. Meinst du nicht, du sollst vielleicht einmal, naja, eine Pause einlegen und Thema auch? Ha, mach dir keine Sorgen. Wir haben immer noch Schwung in unseren alten Knochen. Außerdem, manche Patienten wählen bei uns, weil wir Mitarbeiter mit etwas mehr Lebenserfahrung haben. Gib einfach auf die Jagd, Willis. Auch du hast deine Grenzen. Eva ist beruhigt, mich zu wissen, dass mein Schicksal eines Tages in deinen Händen liegen wird. Hey, sei nicht so negativ. Du bist sehr positiv. Amüsier dich ruhig ein wenig, Eva. Du auch. Warum stehst du hier so alleine rum? Ich ruhe nur meine Augen aus, das ist alles. Amüsier dich ruhig ein wenig, Eva. Gut. Dann Webbein, hat sie noch was zu sagen? Ich liebe das Geräusch von Knirschen im Schnee unter den Füßen. Das ist wie... Luftpolsterfolie für die Stiefel. Ich kann es kaum erwarten, bis es wieder richtig schneit. Warum ist die nicht hier? Er fehlt als einziger.
Ja, und der Mann, der rausgegangen ist, fehlt auch noch. So, was haben die beiden zu sagen? Dr. Tamer McMillan. Eva, Liebes. Guten Tag, Tamer. Du hast mir doch gar nicht auf mein E-Mail über meinen Neffen geantwortet. Dabei habe ich sogar ein Foto beigefügt. Danke, aber ich bin momentan nicht auf der Suche. Oh. Wegen Neil, nicht wahr? Was? Nein. Ich vermische ungern berufliche und private Angelegenheiten. Wow, ein Grund mehr, warum mein Neffe perfekt für dich wäre. Ihr zwei werdet so glücklich sein. Ja, creepy. Was du deine Meinung zu meinem Neffen ändern solltest, sag mir einfach Bescheid, Liebes. Er ist ein guter Fang. Ist da Alkohol drin? Keine Ahnung. Du hättest mindestens mal sehen sollen, als er jung war. Was für ein Prachtbursche. Ja, da öffnet er nur das Auge. Hey Eva. Ah, das ist Dr. Ach nee, das ist ja Eva. vergesst es. Hey, wie lief euer letzter Auftrag? Ich habe gehört, es gab einige Schwierigkeiten. Ah, Dr. Logan Boswell. Eigentlich okay, es gab nur einige bürokratische Hürden. Aber ich hätte jetzt nicht an die Arbeit denken. Davon warte später noch genug auf mich. Tamer und ich diskutieren gerade über unsere Vorlieben für frühe Barockbilder. Sie sind alle herrlich. Ja, das sind sie. Wo ist Neil? In seinem Büro. Ich weiß auch nicht, was er dort treibt. Wie üblich, verstehe. Entspann dich etwas, Eva. Du hast es dir verdient. So, ich könnte jetzt zu ihm mit den beiden hier reden, aber ich will erst noch mit den beiden reden. Weißt du, was mich stört, Lisa? Das ist Dr. Eddie Doyle. Wir können Erinnerungen enden, aber ich schaffe es nicht, mein Haar so üppig wie Logans oder so seidig wie deins zu gestalten. Ja, eine Tragödie. Schöner Hut. Ich wünschte, ich hätte Haar so gefährlich gut aussehen, dass ich dafür einen Waffenschein bräuchte. Du bist halt ein Träumer, Eddie. Ja, und das ist Dr. Lisa Waskwitz. Ich weiß nicht, was ich tun soll, Eva. Da wir heute volles Haus haben, durfte Eddie was trinken und nun hört er nicht mehr auf zu reden. Vielleicht braucht er einfach jemanden, der ihm zuhört. Ja, das ist ja gerade das. Das ist ja gerade, was ich fürchte. Verschanzt sich niemand wieder in sein Büro? Das ist der richtige Ausdruck dafür. Eva, wenn du mir die vom Leib halten könntest, dann schulde ich dir was. Ich wünschte, ich hätte Haar so gut, dass es seine eigene Sonnenbrille braucht. Ich glaube nicht, dass auf deinem Fels solches Korn sprießen kann. Ich wünschte, ich hätte Haar so erhabenschön, dass Menschen auf die Knie gehen. Was ist denn mit Eddie los? Er hatte ein halbes Glas Bier. Ich wünschte, ich hätte Haar so voll, dass jeder mir gar neidisch groll. Ruf sie die Welt hinaus, Bruder. Ich wünschte, ich hätte Haar so schön, ich bräuchte dafür nicht mal einen Föhn. Ich wünschte, ich hätte Haar so wunderbar, dass mir die Mütze spart. Schon mal etwas von Schneewittchen gehört? Ich wünschte, ich hätte Haar so seidig, dass man dafür eine Handelsroute nach Asien errichten würde. Dein Kopf ist doch kein Garten, Mann. Ich wünschte, ich hätte Haar so geschmeidig, dass man daraus königliche Gewänder weben könnte. Amen. Ich wünschte, ich hätte Haar so dicht, dass alle Tiere des Sumpfwaldes darin wohnen wollen. Tut sicher etwas im Nacken weh, aber das klingt wirklich irgendwie kuschelig. Ich wünschte, ich hätte Haar so revolutioniert, dass es die nächste Wahl gewinnt. Ich wünschte, ich hätte Haar so federweich, dass Engel bei seinem Anblick anfangen würden zu singen. Ich wünschte, ich hätte Haar so majestätisch, dass jeder Pferdetrainer versuchen würde, es zu zähmen. Aber ich wünschte auch, ich hätte Haar so wild, dass niemand es bändigen könnte. Ich wünschte, ich hätte Haare so voluminös, dass die Leute sich darin verlieren würden. Ich wünschte, ich hätte die Haare schön. Okay, Eddie, ich glaube, es reicht langsam. Ich wünsche, nein, nein, tust du nicht. Okay. Hast du alles, was wir brauchen? Ah, das ist Dr. Robert Lynn. Ja. Alles in Ordnung, Rob? Mir geht es gut.
Jetzt nicht nach draußen, Eva. Ich weiß, Roxy hat es mir bereits erzählt. Diese aufdringlichen Nervensägen. Sieht so aus, als wollen sie noch eine Weile bleiben. Sei vorsichtig dort draußen, Eva. Marie, von denen habe ich... Manche von denen haben echt keine Manieren. Ach so, sei vorsichtig da draußen. Manche von denen haben echt keine Manieren. Okay, was will Neil jetzt? Ja. Es ist soweit, Eva. Komm vorbei, sobald du kannst. Er hat jetzt nicht gesagt, was er will. Erzähl den anderen nichts, Eva. Vielleicht verschwinden sie von alleine. Ja, wollen wir es hoffen. Manche von denen haben ich keine Manieren. Wir warten, bis sie weg sind. Okay, nichts Neues von den Leuten. Entspann dich etwas, Eva. Du hast es dir verdient. Du hättest wenigstens mal sehen sollen, dass er jung war. Jung. Eva, wenn du mir Eddie... Ja. Amüsier dich ruhig ein wenig, Eva. So, die können mal schön feiern. Wir gehen zu Watts wieder zurück. Ist also uns hat nicht gesagt, was er will. Kuchen oder was zu trinken? Und ja, er ist auf der anderen Seite. Hier nämlich ist sein Büro. Mach die Tür zu. Warum? Weil dieser Computer eigentlich zum Arbeiten gedacht ist, wie du dich vielleicht erinnerst. Wenn Rob das sieht, wird er wieder sagen, na, wieder mal vorletzten Neil, mi. Sie lässt sie einfach offen. Was ist das? Hier, setz dich. Oh, unser Hase. Kommen da Erinnerungen auf? Bitte sag mir, dass du das selber gefaltet hast. Beruhig dich, da waren hunderte davon. Außerdem ist es ja nicht so, als ob Lilly und ihre Kinder sie noch brauchen würden. Und was willst du damit? Deine Erinnerung auf Trag bringt zum Beispiel? Jetzt starte das Programm. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das wirklich will. Ach komm schon, es war viel Arbeit, es zu erstellen. To the Moon? A game by Neil Watts. Press Enter to start. Was? Tada! Das ist total respektlos. Hey, hab dich nicht so. Videospiele sind eine Kunstform. Diese Gesetze dazu gibt's doch schon seit Jahrzehnten. Ja, aber wenn das hier bekannt wird, werden sie vielleicht wieder einkassiert. Du kannst mich nicht beleidigen, Eva. Du hast es ja nicht mal gespielt. Komm schon, probier's mal aus. Okay, ich press mal Enter. Ja. Ich steuere Watts. Und krieg von John einen Regenschirm. Und muss damit das Grab beim Schnabeltier abdecken. Okay. Da kann ich einfach durchgehen. Was zur Hölle ist das nur? Ein böser Eva-Zombie. Kommt es dir bekannt vor? Ja. Gut, dem auszuweichen ist jetzt nicht schwierig. Da war ein Schnabeltier. Hier unten ist nichts. Wow, die sind schnell. Äh,
Au. Das habe ich jetzt nicht kommen gesehen. Zum Glück liegt hier gleich ein Herzcontainer rum. So, den Hasen geben. Und ja, ab hier, das ganze Ding hier ist jetzt blind für mich. Also ich weiß nicht, was hier so noch abgeht. Oh, war es eine gute Idee, unten rauszukommen? Scheinbar. Da liegt ein Herzcontainer, den will ich jetzt erstmal nicht einsammeln. Erstmal hole ich mir von unserem Jungen schon hier, was auch immer er mir gibt. Oh, eingelegte Oliven. Oh. Achso, du rast nur hier unten rum. Auch gut. Oh, wie gemein. Ja, und die hier ballert mit Schleimen. Geben wir ihr mal die Oliven. Und noch mehr Schleime. Was geben wir hier jetzt? Den überfahrenen Hasen. Und die Untergrundmusik ist ja überhaupt nicht verstörend. Wow. Au. Ja, mehrere Wege gibt es hier jetzt, einen schweren und einen leichten Weg, wie auch immer. So, einmal toter Hase für dich. Und ja, die Grafik ist sehr, sehr modern und episch. Dr. Willis McMillian. Hey, solche Spiele habe ich in deinem Alter auch gemacht. Oh. Was zum... Wie niedlich, der fliegende Kopf, soll es das du sein, Neil? Wie lange steht ihr schon hier? Weil wieder am Faulenzen, was? Ja. Mann, ich wusste doch, dass er das sagen würde. Raus aus meinem Büro, Leute. Das ist mein privater Bereich. Kusch. Ach, gemein. Siehst du, Eva, genau das passiert, wenn man die Türe offen lässt. Ich glaube, ich gebe mir etwas die Beine vertreten. Mir ist gerade aufgefallen, dass du meinen Drink vergessen hast. Spiel so lange ruhig weiter. Ja, was gibt's hier? Nichts, was wir benutzen könnten. Oh. Gut, das geht ja noch gerade. Au, das nicht. Der Holzcontainer wäre da drüben, also nehmen wir lieber den. Weichen den den Rosalind Zombies aus. Und weiter geht's. Oh, haut den Maulwurf. Gott, kriegen wir jetzt das Schnabeltier? Ja. Weil das war ja Schlag dem Maulwurf fast schon gewonnen, wo er das Schnabeltier gewonnen hat. Und da geht es dann an River. Ja, einmal Erinnerungssprünge nach hinten, also Gegenstände aus den Erinnerungen und alles.
Bossfight? Ja, da geht's ja einfach. Ich glaube, da war ihr doch zu viel Eva-Zombies. Hey Eva, wuss? Ist sie in ihrem Büro? Ja. Oder auch nicht. Wo zur Hölle ist sie jetzt schon wieder? Das ist das Büro von Dr. Logan Boswell. Robert Lynn und Roxanne Winters. Also Roxy, das war die, die wir auf dem Flur getroffen haben, die von Tomaten beworfen wurde. Und ja, ich weiß, es ist ziemlich taktlos, einer Frau auf die Toilette zu folgen, wenn sie da wirklich ist, aber... Schadet ja nicht nachzusehen. Aber nein, da ist sie nicht. Eva, wohin bist du verschwunden? Und dann sagtest du so etwas wie, fühl mein Haar, fühl es. Oh Mann, ich trinke nie wieder mehr als einen Schluck Bier. Aber im Ernst, ein paar deiner Sprüche habe ich nun als Klingelton. Ja. Puh, sorry wegen vorhin. Was ist passiert? Du warst nicht dabei? Gut, wenigstens einer, der es nicht mitbekommen hat. Mir ist immer noch schwummrig. Ich möchte fast schon meinen Hut abnehmen. Ah, dann wieder nicht. Ja. Ich habe gehört, du hast mal wieder irgendein Spiel in deinem Büro gespielt, hm? Gerüchte, eindeutig. Wo sind die anderen hin? Wales und Thema sind auf dem Weg nach Hause. Keine Ahnung, wo Robert hingegangen ist. Ich bin überrascht, dass heute niemand zu einem Patienten gerufen wurde. Es war schön, mal ein ruhiges Treffen zu haben. Hey, wir haben die Party doch schon verschoben, weil Lisa und Eddie letzte Woche noch einen Patienten versorgen mussten. Und dennoch kommst du nicht mehr vorbei, um mitzufeiern. Sitze. Also noch was zu sagen? Der Kuchen war nicht sonderlich gefragt. Nächstes Mal muss ich mir beim Backen mehr Mühe geben. Ich werde mir ein Stück nehmen, aber zunächst muss ich Eva finden. Ich habe sie nicht gesehen. Vielleicht hätte ich weniger Fisch verwenden sollen. Fisch in einem Kuchen? Suchst du nach Eva? Ja, woher weißt du das? Ich habe sie vorhin auf dem Gang gesehen und sie sah verärgert aus. Moment mal. Wieso soll das meine Schuld sein? Nun ja, wenn ich mir dein Gesicht so anschaue, scheint mir, ich würde mich auch oft fragen, wann du mein Partner wirst. Wenn du mein Partner wirst. Aber das ist natürlich nett gemeint. Was soll denn da bitte schön nett sein? Wie auch immer, danke für die Info. Ich schau mal oben nach. Du kannst den Aufzug nehmen und dann rechts abbiegen. Mädel, ich arbeite hier seit Jahren. Was war das? Was war das, was ihr da vorhin gespielt habt? Mein Meisterwerk, das war es. Also ja, das ältere Ehepaar, sag ich mal, ist schon auf dem Heimweg. Ach, hier, also geht's noch irgendwo hin. Ach, Konferenzraum. Sowas gibt's auch. Hey. Du hast das Spiel nicht zu Ende gespielt.
Ich habe bereits genug davon. Bist du etwa wegen der Zombie-Wars verärgert? Du hast sie selbst erschaffen, weißt du nicht mehr? Ach Mensch, es war eindeutig ein Scherz. Ich würde ja fragen, seit wann du so verkrampft bist, aber na, du weißt schon. Komm her, Neil. Willst du mich schlagen? Ich habe Karak von Chu trainiert, weißt du? Glaub mir, meine Hände sind blitzschnell. Nicht mal ich selbst kann mich im Zaum halten. Ja. Schön, Deal. Wahnsinn. So viele waren es noch nie, was? Roxy sagt, seit heute Morgen kommen immer wieder neue dazu. Die legen sich ziemlich ins Zeug dafür, dass sie nicht bezahlt werden. Als ich mir diesen Job ausgesucht hatte, dachte ich eigentlich, es wäre gut angesehen. Träume erfüllen und so weiter. Aber nur die Toten würden uns danken und nur die Sterne stehen auf unserer Seite. Vielleicht gefällt dir nicht, wie ich arbeite, aber ich tue es zum Wohle der Patienten. Und öfter als beliebt ist zu deinem, damit du nicht gefeuert wirst. Ja, das machst du gut. Ist eine beeindruckende Leistung. Meinst du, sie haben recht? Hm? All die Leute dort draußen, sie kämpfen dort für das, was sie für richtig halten. Puh, das will ich doch nicht hoffen. Aber hey, jeder glaubt an etwas. Sie sind viele, aber vergiss nicht, dass auch viele Leute auf unserer Seite stehen. Erinnerst du dich an Lilly? Sie sind nicht so lautstark, weil zufriedene Menschen es selten für nötig halten, ihre Meinung kundzutun. Oh, das ist hier richtig moralisch und stimmt auch sogar. Aber wir sollten daran denken, dass es sie gibt und uns an jeden Patienten erinnern, den wir besucht haben. Und uns daran erinnern, wie hart wir gearbeitet haben und wie sie die Welt lächelnd statt unglücklich verlassen haben. Manchmal reicht dieser kurze Moment geteilten Glücks, um zu wissen, unsere Arbeit war es wert. Bist du betrunken, Neil? Hey, ich wiederhole hier nur den Mist, den Rob immer von sich gibt. Alles in Ordnung. Aber wenn du mich fragst, ob unsere Arbeit eine Bedeutung hat? Ich denke schon, und wenn es nur für den kurzen Augenblick ist, bevor sie von uns gehen. Reicht dir das? Manchmal bin ich mir nicht so sicher. Wie sieht es mit dir aus? Bist du wirklich glücklich mit deiner Arbeit? Hey, ich bin einfach glücklich, dass wir einen Haufen Kohle machen. Ich weiß ja nicht, wie es mit dir aussieht, aber ich weiß gar nicht, wohin mit all dem Geld. Beim Abkaufen sage ich immer, klar habe ich 10 Cent für eine Tüte. Ach, was, hier sind 20 Cent. So bin ich halt. Weißt du, das Spiel, das du gemacht hast, es war nicht nur mies. Ich höre. Ich meine, die Grafik verfaltet und das Gameplay ziemlich schwach, aber ich bin überrascht, dass du dich so genau an den Fall mit Johnny Weaver erinnerst. Zombie, sorry wegen der Zombie. Zombie war's. Aber du hättest wirklich bis zum Ende spielen sollen. Also die Zombie, was tun sich zusammentreten, als hätte den Tag. Wirklich? Klar doch. Außerdem gibt es noch Feuerwerk und Cheerleading, während alle Johnnys und Rivers deinen Namen rufen. Hm, vielleicht sollte ich es wirklich zu Ende spielen. Halt, nicht so ungeduldig. Das Spiel läuft dir nicht davon. Du kannst es auch noch in, ach, lieber 2 Wochen spielen. Hallo? Danke für das Angebot, aber wir brauchen im Moment keinen Premium-Schneeräum-Service. Du sollst deine Nummer auf dem Telefonbuch schreichen lassen. Das hält dir die meisten Vertreter vom Leib. War nur ein Witz. Wir werden zu einem Patienten im kritischen Zustand gerufen. Moment mal, was? Verstehe, wir sind sofort da. Meinst du das ernst? Ja, komm, wir müssen los.
Über sowas macht man keine Witze. Du meinst das also wirklich ernst, Neil? Ja, hallo. Jede Menge Protestanten. Ja, eine nette Mini-Episode, muss ich schon sagen. Bin mal gespannt, wie die zweite wird. Vor allem das mit Watts, furchtbarem Spiel. Und den Zombie-Evas. Bonustrack dieser Mini-Episode kostenlos herunterladen. Googeln Sie nachher Bird Story OST. Press Escape to Exit. Also ja, da sehen wir uns gleich in der zweiten Mini-Folge wieder. Bis dann.